Da wirst du doch bekloppt. Was ist hier denn los? Dichloratiopharm Schmerzgel präsentiert The Medical Corner. Und darauf eine kleine Fanta ohne Eis. So, wunderschönen guten Tag. Wir machen es mal ganz seriös heute mit vier Würsten. Ja? Stefan Kretschmer, Daniela Fuß, Marco Hagemann und Frank Buschmann. Wir werden grillen und über Fußball philosophieren. Ja? Ich freue mich sehr übrigens, wenn das nicht so rüberkommen sollte. Ich freue mich total, dass ihr da seid. Ja? Warum ich ein bisschen wie Hans Wurst aussehe, erschließt sich euch, weil auch ich natürlich auf so eine Sendung vorbereitet bin. Ja? Und der gescheite Grillmeister hat natürlich alles am Mann, Kretsche. Ja? Der hat alles am Mann. Es sind übrigens die berühmt-berüchtigten Würstel von Metzger Poppe, bei mir hier ums Eck. Das sind die besten Bratwürstchen, die ihr je gegessen habt. Thüringer, für dich als Kind des Ostens. Sind das denn Fleischwürste oder Blutwürste? Das sind Fleischwürste. So, wir wollen ein bisschen über die Fußball-Weltmeisterschaft reden. Hat jeder... Nicht, dass die noch dreimal so groß werden. Es geht schon wieder gut los hier mit dir. In den Outtakes verraten wir, worum es geht. Ich hoffe... Ich wollte eine seriöse Sendung heute machen. Ist das mit euch möglich? Na gut, mit dir. Das war in der Vorabsprache auch so geklärt. Ja. Ja. Also ich habe das Ganze hier ein bisschen im Griff und im Blick. Ihr kriegt nachher was zu essen. Jetzt möchte ich mit euch ein bisschen über die Fußball-Weltmeisterschaft sprechen. Ihr beide habt Ahnung. Kretsche hat so diesen Blick von draußen drauf. Kretsche, ne? Deswegen sitze ich ja hier auch außen. Genau, alleine. Fußballfraktion hier in der Nordkurve. Ich habe es mir hier gemütlich gemacht. Nur weil ich beim Tag des Handballs in einem Fußballstadion spielen werde, macht es mich noch lange nicht zu einem Fußballexperten. Aber ich bin auf die Fragen gespannt. Ja, Tag des Handballs machen wir an anderer Stelle. Dass du es überhaupt erwähnst, finde ich persönlich mutig. Weil du weißt, was auf dich zukommt. So langsam hast du ja eine Ahnung bekommen. Ja, klar. Und der Köttel in der Buchse ist da. Das merke ich. Du hast Angst. Ich hab das wirklich auch schon mehreren Leuten... Das ist eine Baggy, das ist modisch, das hat nichts damit zu tun. Aber viele sagen, sie spüren bei dir eine Form nicht nur von Respekt, der klar ist, sie spüren eine Form von Angst. Naja, man muss es unterscheiden. Ich meine, das kannst du nicht wissen, weil du nie Hochleistungssportler gewesen bist. Es gibt schon vor jedem Gegner erstmal Respekt. Das ist so, das gehört sich einfach so. Da du auch mit Höflichkeit nicht viel am Hut hast, kannst du das auch im menschlichen Sinne nicht verstehen. Das habe ich prinzipiell. Mhm. Und auch wenn es nicht deiner Person gegenüber ist, was man als Respekt bezeichnet, deiner Mannschaft, die du dir mittlerweile zusammengestellt hast, muss man das einfach entgegenbringen. Söldnertruppe nennst du das ja. Weil das sind schon Weltmeister und Olympiasieger. Hast du Olympiasieger eigentlich dabei? Lass dich doch einfach mal überraschen. Du hast ja so ein Kroatien-Trauma. Nur wegen der letzten Urlaubsreise? Oder worauf spielst du an? Wir lassen das, wir kommen später zum Handball. Ich möchte über Fußball sprechen und dann nehmen wir einfach mal Daniela ins Boot, weil die Ahnung von der Materie hat. Das ist schön. Daniela, alle sagen oder viele sagen, das wird nichts, scheiß Vorbereitungslager, Trainingslager, Testspiele, das wird nichts. Wird das was oder wird das nichts? Also der Jogi hat gesagt, das wird was. Er hat eine super Mannschaft und das wird was. Und ich finde, wenn man mit einem Stürmer nach Brasilien fährt, kann das nur was werden. Ja, aber da geht es doch schon los. Das ist doch gar nicht nur ein Stürmer. Ich finde, es ist nicht nur ein Stürmer. Du kannst Klose vorne reinstellen, das ist der, den du meinst. Du kannst Müller vorne reinstellen, Podolski kann Stürmer spielen, Götze kann Stürmer spielen, André Schürrle kann Stürmer spielen. Es ist nicht nur ein Stürmer. Marco, das ist der neue Länderspielkommentator von RTL. Der muss es wissen. Ich bin froh, dass er an meiner Seite ist. Nach der WM. Ja, ja, aber du hast ja jetzt auch schon überraschenderweise eine Meinung und ein bisschen Ahnung vom Fußball. Vielleicht haben wir dann zwei klassische Mittelstürmer. Nein, aber jetzt mal ganz ehrlich, das ist doch eine Scheindiskussion, oder? Falsche 9, richtige 9, nur ein Stürmer. Es ist nicht nur ein Stürmer. Du kannst 3-4 Leute, die Möglichkeit haben, vorne reinzugehen. Das hast du auf jeden Fall. Du hast verschiedene Möglichkeiten. Nichtsdestotrotz hast du einen Miroslav Klose mit satten 35 Jahren, der noch nicht mal richtig fit ist. Und er ist nun mal einfach momentan, finde ich, von seiner Position her der einzige Stürmer. Natürlich kannst du noch mehr da reinstellen. Das ist schon klar. Nichtsdestotrotz. Leg dich nicht mit mir an hier. Doch, mache ich aber gerne. Und ich finde halt einfach, auch wenn Jogi sagte, super Vorbereitungslager da hier in Südtirol, alle waren top. Nee, meiner Meinung nach kann das auch nichts werden. Das kann nichts werden? Was heißt Vorrunden aus oder was? Nee, Vorrunden werden schon noch überstehen. Aber dann, sobald es in die K.O.-Runde geht, wird es richtig schwierig, glaube ich. Bist du so pessimistisch? Ja, ich bin pessimistisch. Auch wenn ich hier ich bin ja vorbereitet. Ich habe alle Utensilien, die man braucht, um anzufeuern. Aber ich glaube tatsächlich, dass es ein bisschen schwieriger wird, als
Yogi und viele Fans. Die kommen schon mit Blaulicht. Ja, genau, die wollen mich abholen. Super, da habe ich eine Meinung und bin schon gleich raus. Ganz toll. Also das ist so diese pessimistische Front, die Daniela hiermit erfüllt. Das habe ich auch über meine relativ gut frequentierten Social-Media-Kanäle. Habe ich das auch häufig gehört. Daniela, die holen dich wirklich ab. Ja, ich hab auch gesagt, die sollen pünktlich da sein. Marco, du bist nicht so pessimistisch. Nee, bin ich nicht. Warum? Weil wir die Vorrunde klar überstehen werden und dieses ganze Theater. Also wir haben mal einen Hochleistungssportler am Tisch hier. Mich. Danke. Hochleistungssportler. Der ist Post. Mann mit Manieren. Der kennt das ja auch aus Handball, Trainingslager mit Nationalmannschaft und so weiter. Da wird ja auch ein bisschen Theater mal hier und da gemacht. Ja, das ist doch alles, also ich find, alles ein bisschen zu hochtrabend durch die Medien posaunt worden. Ob jetzt der Bundestrainer mal zu schnell gefahren ist oder. Mal. Gut. Dönerwurf, ich weiß nicht, ob es das bei euch gab, ein Dönerwurf irgendwie mal von irgendeinem in irgendeiner Hotelhalle. Frag den Kretschmer, was die Handballer Ich glaube, dass die Handballer auch durchaus ein Extremvolk darstellen, auch mal abseits des Platzes. Ihr könnt ja auch was am Glas zum Beispiel. Ja, deswegen würden wir auch keinen Döner werfen, sag ich mal so. Wir sind zwar Handballer, können demzufolge auch gut werfen. Ja. Ein Döner kam ja damals noch nicht unter, dass ich den mal irgendwo hingeworfen habe. Ihr würdet dann auch treffen. Vor der Wende gab es ja auch noch gar keine Döner. Nein. Aber wir haben Thüringer Rostbratwürste natürlich geworfen, was das Zeug hält, ne? Und haben da ordentlich trainiert. Was mich bei der ganzen Sache, also wirklich, du bist Optimist, du bist Pessimist, ne? Was mich wirklich unruhig machen lässt, sind die ganzen Verletzungen. Also da muss ich sagen, das verstehe ich nicht so richtig, dass dort die Rekonvaleszenten eventuell noch fit werden könnten. Und das sehe ich als Problem. Ob die alle wieder fit werden und dann im Kader dabei sind. Also, wie konsequent ist das Ganze, wenn gesagt wird, Auswahlkriterium Nummer 1 ist hundertprozentige Fitness, dann wird Nummer 1 Ausnahme wird von vornherein proklamiert, Sami Khedira nach Kreuzbandriss, da setzt man drauf, dass er bis zur WM an dem Punkt ist, wo man ihn haben will. Philipp Lahm kommt von einer Verletzung, Manuel Neuer kommt von einer Verletzung, Bastian Schweinsteiger kommt von einer Verletzung, Miroslav Klose ist alles andere als fit. Wie konsequent sind die Auswahlkriterien? Ah, wenig konsequent. Ich glaube schon, dass es in Brasilien halt unterschiedliche klimatische Bedingungen geben wird, wo du 100% einfach haben musst an Physis. Du spielst dann mal vielleicht bei 20 Grad, dann musst du aber bei 35 Grad spielen, hohe Luftfeuchtigkeit. Die sind ja dann so auch noch die Termine ausgewählt, dass es für Europa sehr freundlich ist, TV-freundlich ist. Das heißt, du spielst dann halt mal nachmittags in der kleinen Sonne. Ich verstehe das, wenn man einen Khedira mitnimmt, der eine Führungspersönlichkeit ist, auch außerhalb des Platzes. Auf den Kapitän musst du einfach mal hoffen, dass er fit wird. Gilt aber für alle anderen auch, für Lahm, für Schweini, für Neuer. Aber ich glaube, wenn es dann halt zu viele werden, dann sehe ich da ein Problem. Du hast einen 23-Mann-Kader, nehmen wir mal 3 davon weg, sind Torhüter, also hast 20 Feldspieler. Und wenn du dann halt 7 oder 6 nicht hundertprozentig fitte Spieler dabei hast, dann hast du einen Kader von 13 plötzlich. Lass mal noch einen verletzen, Sperre, dann hast du ein Problem. Also ich glaube, da hat er ein bisschen, wie ich finde, ein bisschen zu viel hineininterpretiert und versucht, unfitte Spieler jetzt noch irgendwie fit reden zu wollen. Und die Hoffnung ist, glaube ich, ein bisschen zu groß. Weil es fehlt nicht nur die Fitness an sich, sondern auch die Spielfitness, der Spielrhythmus fehlt ja. Also mich persönlich bringt es ja zu der Frage, wie ernst zu nehmen sind Fußballverletzungen eigentlich noch? Was ist denn jetzt schon wieder? Also mal ganz ehrlich. Ja, guck mal. Wenn ja, die zum Beispiel Muskelbündelriss, die Wahrheit der Nation, damit machst du mal gar nichts mehr. Ja, Buschmann, aber das ist ja auch klar, ohne Bein, ohne Muskel, ohne Riss, was ist das schon? Also normalerweise, du bist ja, wenn ich mir dein Bein angucke, eigentlich wie ein Pferd. Wenn dort was kaputt gehen sollte, müsste man nicht theoretisch erschießen. Weil es kann ja wohl nicht mehr heilen, da ist nichts zum Heilen, da ist kein Muskel, da ist keine Fleischstruktur. Dieser Tape ist das Einzige, was dich noch zusammenhält, Fuß und Knie. Sonst habe ich da nichts gesehen. Jetzt mal ganz ohne Mist, jetzt an dieser Stelle, kurz weg vom Fußball. Ja. Jetzt wunderst du dich, dass viele Leute sagen, das ist aber ein rauer Typ, das ist aber ein Pflegel. Wenn du so mit einem gestandenen, Pflege älteren Herrn... das ist unverschämt. Ja. Ich mache nie Sprüche auf Kosten anderer. Dafür bist du bekannt, ne? Das ist deine ureigenste Charaktereigenschaft. So, jetzt komm zurück zum Fußball mit den Verletzungen. Was ich da jetzt sage, wenn die jetzt alle wieder fit werden sollten, und man muss ja auch sagen, in der normalen Sportwelt außerhalb des Fußballs gibt es diese Verletzungen alle nicht. Habt ihr Syndesmose, habt ihr schon mal was von gehört? Also im Handball habe ich noch nie irgendwie großes Syndesmosebandriss. Die Körperstelle kennt man, dass die sich entzünden kann, kennt man nicht. Hm. Ja, aber dass das natürlich zu einer dreiwöchigen oder einer Pause führen kann, ist das der viel größere Wahnsinn. Was mich immer
besonders. Ja, Moment, was willst du denen jetzt unterstellen? Sie sind gar nicht verletzt, oder was? Buschi, also ganz ehrlich, ich muss jetzt 3 Wochen Pause machen, weil der Muskel zumacht. Buschmann, der Muskel macht nach jedem 90 Minuten Training irgendwie mal zu, weil du kaputt bist. Frag mal Gewichtheber, frag mal Leichtathleten, frag mal Schwimmer, frag mal Ruderer, was die für Verletzungen und Müdigkeitserscheinungen haben. Wenn ein Fußballer, das ist jetzt eine sehr provokative Geschichte, eine 90-minütige Rudereinheit mitmachen würde, dann würde der danach 3 Wochen Pause machen. Ja, weil es eine andere Belastung ist. Das ist ein unzulässiger Vergleich. Warum denn? Weil das eine andere Belastung ist. Die Jungs sind anders trainiert, sind ganz andere Herausforderungen für den Körper. Wenn du mit mir Basketball spielst, ist es auch ein Fiasko. Aber das hat nichts mit Verletzungen zu tun, außer mit inneren Verletzungen natürlich. Ja, Trauma. Aber die Diagnosen, die dort teilweise im Fußball gestellt werden, tut mir leid, aber das kann man in gewissen Sportarten auch nicht ernst nehmen. Wenn die jetzt alle wieder spielen am Anfang der WM, ja, dann bestätigt das nur meine These, dass diese Verletzungen im Vorhinein rein prophylaktisch irgendwie stattgefunden haben und dass es eigentlich keine ernstzunehmenden Verletzungen auch sind. Aber guck mal, du musst doch vorsichtig sein. Nehmen wir mal Bastian Schweinsteiger, Entzündung, Reizung der Patellasehne. Wer das mal gehabt hat, weiß, dass das schmerzt. Ja, aber kann der dann so schnell wieder fit werden, dass der tatsächlich, dass er wirklich dann zu Beginn der WM dann auch wieder alles bringt? Also ich meine, darum geht es ja, dass die tatsächlich so viele Verletzte im Vorfeld hatten oder Unfitte, die dann trotzdem mitgenommen werden, weil Juri Löw, Marco hat es gerade gesagt, ob er die jetzt gesund redet oder was auch immer, oder warst du, ich weiß, wieder gesund redet und dann am Anfang der WM tatsächlich auf dem Platz stehen und wieder volle Leistung bringen. Also das geht doch gar nicht. Ich glaube es eben nicht. Also du magst ja vom Körper vielleicht hundertprozentig fit sein, dass der Muskel wieder in Ordnung ist, die Patellasehne, die Schulter, aber ich glaube, du kennst es ja auch, also du musst ja auch spielen vorher, ja. Du musst ja in diesen Spielrhythmus kommen. Du hast es bei Sami Khedira gesehen. Ja. Der hat ein paar Spiele gemacht für Real Madrid. Und bei allem Respekt, im Champions-League-Finale in der ersten Elf zu stehen, Hut ab, aber gut war er nicht. Mhm. Ja, er war schon sehr zögerlich, das Timing hat gefehlt. Du merkst einfach, Kreuzbandriss 5, 6 Monate weg. Aber wollt ihr zwischendurch ein bisschen Salat schon mal auf den Teller nehmen? Ich bin ein schlechter Gastgeber. Ne? Ja, du musst auch den Grill auch mal ein bisschen Power bringen. Ja, ganz ehrlich, Power bringen, passiert ja nichts da. Ja, ich habe echt gedacht, es wäre schon aufgeheizt. Ja. Ja. Ja, schön. Es geht ein bisschen langsam. Aber ich hätte hier noch einen WM-Kuchen. Nee, nicht vorher schon die Süßigkeiten. Nehmt euch schon mal ein bisschen Salat auf die Teller. Komm. Aber ihr müsst aber auch nicht, wenn ihr sonst bei mir seid, fallt er immer über die Küche her. Ja. Gut, Kretsche war ja, noch nicht hier. Ja, benehmen. Hier. Also, wer sonst bei mir sein? Mit Recht. Oh. Aber seine Frau war jetzt im Urlaub und im Kühlschrank war nichts drin. Was ist da passiert? Aber jetzt mal ganz. Jetzt ja, mal, ich wollte es nur eine Frage. Jetzt werde ich sauer. Jetzt, Moment, jetzt habe ich die Faxen schon wieder. Jetzt machst du es nicht, jetzt machst du der RTL-Kollege, der zukünftige. Buschmann lädt. Rind. Ja, Moment. Nein, du hast Pause. Nee, ja, du hast es mariniert, ich weiß. Du hast es mariniert. Ja. Was ist das, genau. Huhn? Huhn, aber das habe ich nicht mariniert. Ja, also es mariniert. Ist mariniert worden, genau. Ja. Plus die, auch vom Poppe, die Bratwürste, es dauert super. Ein bisschen, aber weißt du, da spielt auch Liebe mit. Gut Ding. Das muss alles funktionieren. Dann habe ich, ach hier, guck mal, die kann ich euch auch schon geben. Wer hat die denn eigentlich gemacht, Daniela? Du? Mhm. Sollen wir das an dieser Stelle ruhig mal sagen, es ist ja die Wunderwelt der Technik, dass man nicht immer dann ausstrahlt, wenn man hier filmt. Es ist heute der 25. Geburtstag der Kollegin Daniela Fuß. Happy Birthday an dieser Stelle. Ja, danke schön. Ja, sie hat wirklich Geburtstag. Ja. Und ich überreiche dir deine Röllchen, die du hier gemacht hast. Die sind mit Ziegenkäse innen drin. So, übrigens auch total nett von euch, dass er mir auch einen Teller hier herstellt. Ach so, ja. Buschmann hat keine Mühen und Kosten gescheut. Warte, komm hier. Ja gut, das gesehen, dass wir hier ein hervorragendes Ambiente vorfinden. Ich weiß gar nicht, was hier Scheiben werden als Grillteller umfunktioniert. Funktioniert ja alles super. Ja, Moment, das muss alles entsorgt werden können anschließend, weil ich wusste, es wird keine erfreuliche Art. Gabel und Messer angeben. Marco, gut an meine Fische. Du hast auch gesagt, vielleicht zu viele Verletzte. Doppel, vielleicht ja. Doppelgabel. Hör dir mal kurz zu, bitte. Ich glaube, 6 sozusagen. Und ich habe 3. Zwei. Aber du sagst, ja, ich wusste, wenn Kretsche dabei ist, wird es ein Desaster. Trotzdem sagst du siehst gar nicht so schwarz, trotz dieser Vorzeichen. Aber wenn ich das jetzt gerade so ein bisschen... Könntest du mir mal die Knoblauchsoße rüberreichen? Selbstverständlich. Die habe ich ja in meinem US-amerikanischen Grillgürtel stecken. Ich würde auch gerne noch mal den Öffner sehen. In meinem US-amerikanischen Grillgürtel steckt die Knoblauchsoße. Herzlichen Dank. Gerne. Damit ich hätte auch noch in meinem Grillgürtel Senf. So, das andere, also, guck mal hier, Currysoße. Mittelscharf. So, ich wollte über Fußball sprechen, Marco, aber du bist trotzdem nicht so pessimistisch, trotz der Dinge, die,
Daniela und Kretschi hier ansprechen? Nö, weil also so die erste Elf oder die ersten 13 lassen sich ja ganz gut an. 4-4-2, hör mal. 4-4-2 ist meine Aufstellung. Ist das nicht zu offensiv? Gegen Portugal. Was soll uns in Portugal entgegensetzen? Dann mache ich da hinten den Ronaldo kurz platt und mehr hat Portugal doch auch wieder nicht. Und das hat er ja schon jetzt im Champions-League-Finale gezeigt, dass er das nicht kann. Ronaldo ist, die Zeit ist vorbei. Liegestütze. Schön, wenn man einen Handballer mit am Tisch hat. Wie viele Tore hat er in der Champions-League-Saison gemacht? Naja, den entscheidenden Elfmeter im Finale. Nee. Und den entscheidenden Liegestütz noch extra gemacht, inklusive Sit-Ups, damit der Körper hervorragend präsentiert werden kann. Habt ihr das eigentlich mitgeredet, warum der so ausgeflippt ist nach dem 4-1? Nee. Also es soll tatsächlich so sein, also das berichtet so ein richtig, richtig guter spanischer Journalist, und das wurde auch schon bestätigt, es gibt bald einen Film über Cristiano Ronaldo. Da läuten die Glocken. Der Gott. Also es gibt bald einen Film, Ronaldo, und er wusste halt ganz genau, wo die Kamera ist. Na. Doch, ist kein Scheiß. Den aufnimmt und deswegen ist er halt total ausgerastet beim 4-1 im Champions League Finale. Hat sich die Klamotte vom Leib gerissen, um halt so zu posieren für den Film. Nein. Da siehst du, wie weit die Merchandise-Maschinen. Ja. Nein. Doch. Also ich könnte ihm das sogar tatsächlich abnehmen. Bei 4-1? Ja. Was hältst du von sowas? Komm. Von Merchandise. So weit ist es schon im Fußball. Was halte ich speziell von was? Von so einer Aktion, Ronaldo macht den Elfmeter rein, jetzt hören wir noch, er weiß, es wird ein Film über ihn gedreht. Dann nochmal besonders, jetzt kriegst du, guck mal, Asche über dein Haupt, jetzt kriegst du alles ab. Weißer Rauch. Was hältst du von solchen Aktionen? Du bist ja auch ein extrovertierter Typ. Also ich muss natürlich schon sagen, ich mag Superstars. Also Superstars ist schon das Salz in der Suppe, wenngleich sich da die Geister scheiden. Also ich bin jetzt kein Fan von Ronaldo zum Beispiel. Fußballerisch ist es ein Ausnahmespieler, ohne Frage. Aber er hat so ein bisschen was von Vollidiot. Also das ist wirklich. Nein, es ist einfach schwer. Wirklich, super. Es wird mir schwer gemacht und ich akzeptiere und respektiere sportliche Leistung extrem. Aber es wird mir schwer gemacht, von ihm selbst ihn sympathisch zu finden. Mhm. Also er macht es mir echt nicht leicht. Aber kann sich nicht so einer, provokant gefragt, kann sich nicht so einer das erlauben? Weil er einfach so geil Fußball spielt? Nochmal, er hat sportlich den Respekt verdient und ich sehe den auch gerne. Ich finde diese Duelle Real Madrid-Barcelona nicht zuletzt deswegen geil, weil Messi gegen Ronaldo spielt. Ja? Aber wenn er dann mal gewinnt, und ich bin ja wirklich Real Madrid-Fan, schon immer. Ich habe zu meinem Abschiedsspiel damals ein Real Madrid-Trikot geschenkt bekommen von den Spaniern mit allen Unterschriften, Zidane und so weiter und so fort. Ich finde, zu deinem Abschiedsspiel hast du eine einzig richtige Entscheidung getroffen. Zurückzutreten? Nee, das war der Moderator damals. Du? Ja. Naja, ich habe dich ja nicht oft zu Wort kommen lassen. Zum Glück stand da auch wieder der Sport im Vordergrund. Ja? Aber ganz ehrlich, dieser Mann macht es mir nicht leicht. Messi zum Beispiel, den bewundert man weltweit, der ist eine Legende. Ronaldo findet man entweder super gut, meistens Frauen, oder halt scheiße, ja? Meistens Männer. Und deswegen so eine Aktion im Finale beim 4-1, macht er das entscheidende Tor, das 2-1 oder was weiß ich, dann sitzen wir alle vorm Fernseher und sagen, geiler Typ. Aber 4-1, Elfmeter, und dann da so auszuticken, sich das Ding vom Leib zu reißen, nur um diesen Körper zu präsentieren. Weißt du, Kretsch, ich glaube tatsächlich, erstmal muss ich dir widersprechen, ich glaube tatsächlich, dass auch viele Männer den geil finden. Also und nicht alle Frauen finden den geil. Also ich finde, das ist ein mega Gockel, aber ich musste mich jetzt eines Besseren belehren lassen, beziehungsweise bin auch selbst darauf gekommen, weil ist nicht schwer, er ist natürlich wirklich geil. Also er ist tatsächlich, er ist ein Sportler. Nein, nicht vom, ich meine, wenn jemand in der Halbzeitpause... Wie bist du denn darauf gekommen? Was meinst du denn da jetzt schon wieder? Wenn jemand in der Halbzeitpause, da gehörst du aber nicht hin. So. Nee, gehöre ich auch nicht. Pass auf, also der ist, ich meine, wir wissen alle, wir haben das ja alle oder mehr oder minder fast alle über ihn gelesen, dass er derjenige ist, der als erster zum Training kommt, klotz, klotz, klotz und auch als letzter geht. Das heißt, der ist ja wirklich genial. Also er natürlich, gar keine Frage, das ist ein genialer Fußballspieler. Er ist ein Gockel und da hast du vollkommen recht, es fällt einem echt schwer, so richtig Sympathien für den zu empfinden. Aber ich glaube, dass tatsächlich auch viele Männer sagen, wow, also guck dir den an, wie der spielt. Das ist, ja, da brauchst du gar nicht viel zu sagen. Das ist ja, schon aber macht der einen Übersteiger zu viel, atmen wir schon alle schwer durch wieder. Ja, dann denken wir, muss denn das jetzt sein? Ja, ja gut, okay, aber dann, ja, aber übrigens, ich muss die Sendung ein bisschen ausdehnen mit der Hitze hier. Also macht weiter. Das ist der Wahnsinn. Die Poppe-Würstel sind normalerweise in 5 Minuten durch. Ist aber auch nicht schön, wie die heißen. Ja. Die vermehren sich gerade auf dem Grill.
Aber guck mal hier, Messi, lecker. Messi ist der Hammer. Also ich finde Messi nach wie vor besser. Wer ist denn dein Lieblingsfußballspieler weltweit? Ibrahimovic. Ja, sehr gut. Da sind wir doch. Das war nicht abgesprochen. Jetzt ist es. Deiner? Ja. Aber das ist doch auch ein Gockel. Nein, ist er nicht. Das ist doch kein Gockel. Das ist jemand, der Ibrahimovic ist kein Gockel. Nein, guck, ein aber großer wollt ihr mich jetzt hier verschaukeln oder was? Nee. Natürlich ist das auch ein Gockel, das ist ein geiler Kicker, das ist, geiler Typ, aber ist ein Gockel. Der findet sich natürlich auch toll. Welcher Mann findet das nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, siehste. Also, aber das ist, der ist ganz weit von Ronaldo entfernt. Ja. Aber du machst es dir nicht leicht, dich toll finden zu können, muss ich ehrlich sagen. Ah, guck mal, wir kriegen Besuch. Da kommt Slatscher. Wolltest du einmal kurz bei Buschi TV mitmachen? Wir nehmen gerade auf. Geh mal einfach durch. Ja. Na, oder du gehst eben hoch zu Antje. Ja, die ist oben. Ja? Nee, die muss von Jusha was sehen. Dann geh zu Jusha, du bist jetzt gerade bei Buschi TV live drauf. Ist egal. Ja, doch, ist so, doch. Aber ist egal. Ja? Wenn du gleich Jusha, wenn du wirst, aus dem Gesicht gefallen. Ja? In die Soße, dann können wir nämlich da schneiden. Zum Beispiel, Jusha, das ist so hier. Da, bei uns im Carport wird auch mal aufgenommen. Das ist so. Das war Jusha, unser guter Geist. Wir machen das jetzt ohne dich hier gerade. Also, wir schneiden gerade. Da können wir nämlich da schneiden. Bist du soweit? Moment! Wie wir schneiden. Ja. Gut. So, jetzt sind wir wieder drauf. Schön ist auch gewesen, die Farbe aus dem Gesicht raus. Wir sind nein. Nee. Jusha. Aus Jushas Gesicht. Ja, wir sind live sehr drauf. Süß. Ich würde das auch übrigens gar nicht schneiden an dieser Stelle. Nee. Ja, hier irgendwelche Vorschläge, dass hier geschnitten wird, ist völliger Quatsch. Ja? Also das, jetzt werdet ihr bei Buschi TV übrigens Zeitzeugen einer Ansage, dass, ich meine, wer hat hier was zu des sagen? Gockels. Wer hat hier was zu sagen? Nein, wir schneiden es nicht. Jusha wird mir da natürlich alles unterschreiben, dass das in Ordnung ist, dass sie im Bild war. Pass mal auf, was hier heute noch alles passiert. Ja, pass auf, und jetzt kommt's. Achtung, habe ich heute gelesen. Fand ich geil. Fand ich total geil. Also, Löw orientiert sich ja so ein bisschen manchmal gerne an Guardiola. Und der hat das ja mit Martinez. Du wirst es wissen, du wirst mir zustimmen. Mit Martinez gemacht. Also Moment, der halt, was heißt denn der nur, so er wird das wissen? Ja, gut, ihr werdet es alle wissen. Grill. Ich weiß nicht. Jetzt mal aussprechen, Mensch. Grill jetzt. Mann, oh das wird Mann. Übrigens die mit Abstand längste Folge von Buschi TV. Hm? YouTube wird wieder sagen, das kannst du keinem Menschen anbieten, das ist viel zu lang. Weil wir Frau brechen dabei alle ist. Rekorde und zur Not lassen wir uns zu mockern hier bis zum. Ich kann das auch ganz schnell zusammenfassen. Ja. Also pass auf, der Hummels könnte nämlich im Falle des Angriffs der Mannschaft, kann der nämlich schön sich nach hinten fallen lassen und schön in der Abwehr aushelfen. Aber bei eigenem Ballbesitz kann er nämlich wieder nach vorne gehen. So, das heißt, Hummels ist vor der Viererkette und ich finde den Hummels total super auf der Position. Also 4-1-2-3. Ja, oder du spielst halt 4-3-2-1. Tannenbaum. Genau, wenn er nämlich Schweinsteiger, Kedira und Hummels. Schon sehr defensiv, ne? Sehr, nicht? Ja, aber wenn der Hummels nach vorne, das hat er auch, das hat er bei Dortmund auch schon mal gemacht. Der kann nach vorne auch. Ja, aber wir wissen ja auch, dass bestimmte große Qualitäten von Mats Hummels, zum Beispiel der diagonale lange Ball, den er sehr gerne und sehr gut spielt, so wie man hört, in der Nationalmannschaft gar nicht so gewünscht sind. Ja, in der Nationalmannschaft ist vieles nicht gewünscht. Aber cool, dass wir drei verschiedene Systeme haben. Ja. Was war denn mein System? Kein Muck. Wie immer. Elf Leute. Elf Leute, genau. 4-4-2 habe ich. Sportler da. Ja. Wer am Tisch hier, finde ich, da liest sie was bei ihren Kollegen und haut das. Nein, weil ich das echt gut fand. Ich fand das wirklich gut. Die Vorstellung ist gar nicht so schlecht. Ja. Ansonsten, und was ansonsten zahlen die dir, dass du hier bei mir auf dem Channel du bist doof. Diese schamlose Werbung machst? Nein, du hast gefragt. Ich möchte mal ganz kurz eins sagen, damit das mal klar ist an dieser Stelle, weil mir das liegt mir wirklich am Herzen. Oh Gott. Auf diesem Kanal wird keine Werbung gemacht. Ist klar. Das gibt's hier nicht. Du holst hier schön die Kraft. Pommes, Bier, Tannenzäpfle, Fleischpoppe, Bratwürste. Übrigens ist doch völlig durchgebrandet hier. Der Werdegang der Wade der Nation wird von Ratiofarm dokumentiert. Und nochmal kurz die Nike-Schuhe ins Spiel gebracht. Ist klar. Also gut, da soll's ja neulich riesen Bohai gegeben haben, ob man das darf oder nicht. Und von der T-Shirt haben wir noch gar nicht gesprochen. T-Shirt ist aber Eigenvermarktung. Ja, na eben. Also das ist der komplette Ausverkauf hier. Ja. Also der Hammer ist ja, dass Leute allen Ernstes behaupten, ich wäre eine Marketingmaschine. Das ist eine Frechheit. Oh Gott, das kann ich nicht verstehen. Nein. Das ist eine absolute Frechheit. Ich könnte jetzt auch nochmal hier die WM. So, pass auf, ich ziehe das hinaus, weil die Glut, die geht mir so auf den Keks. Gleich sind die Würstel fertig. Können wir nicht noch über Götze und Özil sprechen? Ja, das ist ja? Daniela, du musst ja, ich wollte das nur noch mal eben kurz...
Du musst übrigens in dieser Sendung. Achso, ich muss gar nichts mehr. Also, ich weiß gar nicht, ob man das Sendung nennen kann. Ja? Böse Zungen ja behaupten ja, mein Abstieg in der Medienbranche begann mit YouTube. Ja? Also, das kann ich auch nicht verstehen. Das ist ein Komplettskandal. Ja? Aber du musst hier nichts fragen, einfach raus damit. Gözil ist tatsächlich für mich ein Phänomen. Zwei brillante Fußballer, wo mir eins fehlt, momentan zumindest. Körpersprache. Mhm. Körpersprache. Was ist da los? Ja. Jetzt darfst du. Jetzt darf ich. Weil du wolltest die beiden ja ansprechen. Ja, ich wollte die beiden ansprechen, weil ich die extrem enttäuschend fand gegen Kamerun. Also ich bin ja, glaube ich, nicht die Einzige. Also da, wobei, kann Testspiel man, bedeutet weiß, nichts, habe ich gelernt. Nee, aber das hat ja nichts nur mit dem Testspiel zu tun. Also ich meine, Özil hat meiner Meinung nach, seit er bei Arsenal ist, oder lassen wir die ersten Wochen weg, hat der nichts mehr gebracht. Also der ist so, du siehst irgendwie nicht so wirklich, was der machen möchte. Also der, ich weiß jetzt nicht, ich bin kein Kommentator, aber der kann dieses Spiel nicht lesen, verstehen. Ich weiß es nicht, also, oder? Ja, aber ich finde manchmal, der läuft da rum und dann, der hatte so geniale Pässe früher. Also, ich finde, er versteckt sich. Also fällt so, mir, danke. Da ihr beide ja da seid heute, sorry Stefan, aber da fällt mir wirklich ein Spruch ein Moment bei Özil, ne? Wir müssen mal aus dem Arsch kommen. Ja, ja, ich glaube, er muss wirklich mal aus dem Arsch kommen. Total. Also der ist einfach unter Form im Moment. Also, also bei ihm ist halt tatsächlich so die Körpersprache, wenn mal was daneben geht, dann Flügel hängen lassen und danke. Na ja gut, aber das ist ja auch klar, ich meine, ohne Körper, mit der Körpersprache. Wieso, der hat doch einen Körper. Ey, wie oft hat der sich schon ablichten lassen, oben ohne und lass ihn nicht sprechen, lass ihn nur zeigen, ist alles okay. Du standest doch bestimmt schon mal neben Götze. Neben Götze? Ist er größer als du? Nö. Ja, aber wie soll denn Körpersprache gehen? Naja, es gibt schon auch Giftzwerge, wo ich sage, ja, okay. Also das finde ich jetzt auch. Das ist ein ganz galliger, giftiger und Vorsicht mit dem. Das gibt's schon auch. Özil, muss ich auch sagen, für die Nationalmannschaft hat er immer nicht schlecht gespielt. Also, nein. Also finde ich schon, dass die letzten Länderspiele, die ich gesehen habe, zumindest nicht schlecht waren von Özil. Kamerun hast du aber nicht gesehen. Und dann muss man ja auch mal eins sagen, was wir noch gar nicht ins Spiel gebracht haben, um mal jetzt hier die letzte Floskel noch mal reinzubringen, wir Deutschen sind eine Turniermannschaft. Ja. Ach so, das darf man überhaupt nicht vergessen. Ja? Das, also ich meine, haben wir überhaupt schon Floskeln heute benutzt, außer deine Floskel-Körpersprache, mit der du jetzt um die Ecke das ist übrigens ausnahmsweise mal kein Witz. Ich finde tatsächlich, das ist mir extrem aufgefallen, als ich Mario Götze und Mesut Özil gesehen habe, mir ist es extrem aufgefallen, dass die gesamte Körpersprache von Beginn an, sie war nicht da. Mhm. Es war durchhängen. Korrigier mich, wenn du es anders siehst. Du musst vielleicht jetzt ein bisschen vorsichtiger sein, weil du die Burschen demnächst kommentierst. Aber Kritik darf ich auch anwenden. Aber das ist doch so, oder? Da fehlt die Dynamik. Ja. Ohne Zweifel, Götz hat übrigens auch nicht überragend gespielt für die Bayern, wenn man es mal festhalten will. Hat aber auch nicht so viel gespielt. Ne? Ja, genau. Aber trotzdem war das jetzt nicht die Dortmunder Leistung, die man von ihm kennt. Mhm. Ja? Wobei er ein geiler Kicker ist, gar keine Frage. Ich mal eine Frage an euch drei Fachleute. Ja? Weil wir die Diskussion ja gerade auch im deutschen Handball haben. Persönlichkeiten. Ja. Wie sind das im Fußball? Wie ist denn das jetzt hier bei dieser deutschen Nationalmannschaft? Wer geht denn da vorne weg und wer ist denn da hinten dran? Haben wir Spieler, die... Gegenfrage, wie wichtig ist das? Ich höre im Fußball immer, alles überbewertet, flache Hierarchie, braucht kein Mensch mehr, bleibt mir weg mit Effenberg, Matthäus und Co. Das muss man als Team machen. Das ist das, was ich oft höre. Das haben wir aus Spanien gelernt, die ja jahrelang erfolgreich waren. Ist das wirklich so oder war nicht ein Carlos Puyol? Jemand, der mich nicht so an jetzt hier. Du musst die Stimme nicht erheben jetzt hier an der Stelle. Puyol, vielleicht nicht immer der Schreihals, aber war das nicht eine Führungspersönlichkeit? Ist Ramos nicht durch seine Körpersprache eine Führungspersönlichkeit? Ich glaube den Mist nicht mit dieser flachen Hierarchie. Deswegen will ich ja antworten von euch. Hagemann. Wie ist denn das in dieser deutschen Nationalmannschaft gerade? Gibt es eine Hierarchie? Ich glaube, Bastian Schweinsteiger kann das. Gab es ja auch immer mal Zweifel. Das Problem ist, du kannst das ja nur machen, wenn du mit der Leistung vorne wegmarschierst. Sonst wirst du ja, werden die anderen ja ganz schnell, so ist das ja, kennst du ja auch, wenn die Leistung nicht stimmt, dann werden die anderen sagen, was will der von mir? Der soll erstmal selbst. So, das heißt, für mich ist es Bastian Schweinsteiger im Normalfall, wenn er Form hat. Er könnte das. Ja. Aber wer, und die Frage ist berechtigt, und dann, wer noch? Wer ist? Dann wird's halt schon schwierig. Also ich glaube, dass das Mats Hummels könnte. Mhm. Ja, das sagt er manchmal in Dortmund ja auch. Aber ja, du musst hat er Standing in der Nationalmannschaft? Das ist die andere Frage. Mhm. Ja. Aber du musst ja mal so einen haben, der mal aus sich rausgeht, der die Leute anfeuert. Also
zu deiner Karriere warst du sicherlich einer davon. Oder Olli Rogisch, glaube ich, ist ja auch so einer, der mal so ein bisschen aus sich herauskommen kann. Ich glaube, das tut jeder Mannschaft einfach mal gut. Weil du solltest dich innerhalb einer Mannschaftssportart, innerhalb einer Mannschaft auch mal angiften können, anschreien können, ohne dass einer es persönlich nimmt und gleich anfängt zu heulen. Ja, sondern du musst dir auch mal die Meinung sagen. Aber wer kann es sein? Wer kann es noch sein? Schwierig. Wer will keine Ahnung. Was glaubst du? Komm, gut dabei. Wie wichtig ist es? Ich finde es extrem wichtig. Ich verstehe auch diese ganze Diskussion nicht. Wenngleich sich das gesellschaftlich allgemein ändert. Das ist in der Tat eine Diskussion, die man ja sportartenübergreifend überall führt. Ob das Handball ist, selbst im Basketball ist das so, ob das im Fußball so ist. Da kann man Vereinsmannschaften nehmen, da kann man Nationalmannschaften nehmen. Es ist ein Trend zu beobachten, wo diese ganz großen Persönlichkeiten, die auch mal quergeschossen haben, nicht mehr da sind. Das hat natürlich auch viel mit der Professionalisierung der Sportarten zu tun und mit dieser ganzen medialen Ausbildung. Die Bayern dürfen nichts mehr sagen, bevor der Verein es nicht abgenommen hat. Da darf kein Zeitungsinterview mehr stattfinden. Jeder hat eine Medienschulung durchlaufen und so weiter und so fort. Also es ist natürlich alles relativ glatt gebügelt worden, auch von oben. Ne? Deswegen das auch nicht mehr notwendig ist und es immer dieselben Antworten gibt. Und eine Persönlichkeit definiert sich natürlich auch über das Verhalten nach dem Spiel, was man auch mal in Interviews sagt, und auch über das Verhalten abseits des Platzes. Und da gibt es für den Fußballer keine Chance mehr, aus der Reihe zu tanzen. Durch diese ganze Handy-Generation und diesen ganzen Wahnsinn, dass alles sofort in der Presse steht, hast du ja keine Chance mehr durchzudrehen. Wenn du die Geschichten hörst, und jetzt wollen wir nicht über alte Zeiten reden, aber von der Fußballgeneration Franz, Gerd Müller, was weiß ich, wie sie alle heißen. Ja? Die sind ja Paul Breitner, hast Paul du Breitner, Sepp Maier, die in jedem Trainingslager irgendwo abgehauen sind und ihr Ding gemacht haben. Das findet heute gar nicht mehr statt. Kretschig, jetzt werden die Leute, die das sehen und das weitersagen, werden sagen, das sind ja Stammtischparolen, die da beim Grill. Warum ist denn das aber Stammtisch? Das ist doch die Realität. Das ist also, die Jungs heutzutage, ich habe vor ein paar Wochen eine Veranstaltung gehabt mit Heiko Vogel, unter anderem Traumberuf Fußballprofi. Ehemaliger Basel-Trainer. Ehemaliger Basel-Trainer, jetzt U19-Trainer der Jugend des FC Bayern München. Und Ulla Holthoff war mit dabei, die Mama von Mats Hummels. Das war eine total interessante Podiumsdiskussion, weil darum ging es halt, wie die Jungs im Grunde eigentlich schon geformt werden, in Anführungsstrichen. Also durch die Fußballinternate, durch die Akademien, durch die Stützpunkte. Da werden sie ja schon auf diesen Weg getrimmt. Das heißt, dazu gehört natürlich auch Medienschulung. Jeder muss sich an Regeln halten, keiner durchbricht mehr diese Regeln. Also wäschst du im Grunde genommen natürlich auch schon viele relativ weich. Also du formst auch einen Charakter mit und du prägst einen Charakter mit. Und das zieht sich halt dann durch bis in den Profifußball, wenn du den Sprung schaffst. Dann bekommst du weiter Medienschulung, du versuchst dich dann zu benehmen, auch vor der Kamera, keiner rastet mehr aus. Dann hast du dieses Muster und Ende vom Lied ist, es fehlen dann wirklich mal Quertreiber, Typen mit Ecken und Kanten. Soll ja in einigen Berufszweigen hin und wieder eine Rolle spielen. Ich glaube aber ehrlich gesagt auch, dass sich so eine Mannschaft zusammenschweißt, in erster Linie auch über das Freizeitverhalten. Mhm. Also dieses, gut, jetzt bin ich der falsche Ansprechpartner, aber ich... Was du immer machst vielleicht zu Hause. Vielleicht in gewisser Weise übertrieben habe. Kretsche, ja, Quatsch. Kretsche, geh raus, okay? Geh raus. Aber nimm keinen mit. Das ist schön, dass du die Pointe vor der Geschichte erzählst. Also ehrlich. Ich wollte es nur mal sagen, dass... Nein, aber das ist ein Mannschaftsformierungsprozess, der sich auch in der Freizeit irgendwie dann gestaltet. Daraus ziehst du ja irgendwie auch positive Erlebnisse mit Kollegen, die du halt nicht auf dem Platz nur geteilt hast. Sondern du hast halt mal eine Nacht durchzecht oder was weiß ich und hast deine Kollegen auch mal in Extremsituationen erlebt, die nicht mit einem großen Turnier was zu tun haben. Und das schweißt dich auf eine Art und Weise zusammen, was dich eher verbrüdert. Und das Gefühl hat man halt heute nicht. Heute ist man ein Arbeitskollege. Man ist irgendwie ein Mitspieler. Ja? Aber man ist eigentlich nicht ein richtiger Freund. Also, aber ist das nicht eine verträumte Sichtweise? Manche würden sagen naiv. In der jetzigen Zeit schon, weil es anscheinend keine Rolle mehr spielt. Aber ich finde, das ist immer noch das Grundprinzip des Leistungssports einer Mannschaft. Oder der Idealzustand. Wenn es nicht mehr gefragt ist und wenn es jetzt nur noch professionell aufgebaut ist und auch nur noch um Geld verdienen geht und um was weiß ich was. Also ich sehe diese Professionalisierung nicht als positiv an. Viele finden es super, die Trainer finden es großartig, weil sie 20 Spieler haben, die nichts mehr aus der Reihe machen, die man nicht mehr disziplinieren muss oder sonst irgendwie. Klar ist es für viele Beteiligte ein einfacheres Arbeiten mit solchen Spielern, aber mir ist es teilweise auch wirklich zu langweilig. Und dann hat man, wenn man nicht gerade im Fußball unterwegs ist, auch nicht mehr viel zu erzählen. Also
guck doch mal, wo in den Medien außerhalb des Sportes Sportler stattfinden. Das interessiert doch keinen. Ja, und im Fußball fragst du dich ja auch 50 Mal, wenn du einen Fußballer interviewst, was fragst du denn jetzt? Kommen natürlich auch meistens bescheuerte Fragen, was soll der Fußballer darauf antworten? Aber du brauchst doch die, Antwort gar nicht mehr zu hören. Ist einfach so. Und in den 90% sind die Antworten doch gleich. Ja, meist wird dir übrigens die Frage schon vorgegeben. Das nicht fragen, das nicht fragen, das nicht fragen und bitte in die Richtung, bitte in die Richtung. Und übrigens, ist hier übrigens anders. Und übrigens flache Hierarchien. Also ganz ehrlich, ich glaube nicht mehr an den Osterhasen. Und ich glaube auch, dass es nach außen hin so dokumentiert wird. Es gibt flache Hierarchien bei uns. Aber mit Sicherheit gibt es innerhalb des Teams, innerhalb des Vereins. Wer ist denn der Chef in der Fußballnationalmannschaft? Wer ist der Chef von den Spielern? Wer ist der Chef? Jetzt bin ich gespannt. Wer ist der Chef? Kann ja nur einen geben, Schweini. Gibt ja sonst keinen. Ich glaube, das halt ist das so die Älteren unter denen, ja, die was für sich beanspruchen, die viele Länderspiele machen. Schweinsteiger als Vizekapitän, sicherlich Philipp Lahm. Auch wenn er nach außen als der Good Boy da immer steht. Ich glaube schon, dass er seine Schnauze mal aufziehen kann. Er weiß genau, was er macht. Ja, aber ich finde, ich glaube, innerhalb der Mannschaft brauchst du eine klare, strukturierte Hierarchie. Ja? Einer muss irgendwie auch mal vorangehen. Nach außen kannst du es anders verkaufen, aber flache Hierarchien, das ist dann wirklich auch an uns alle lieb, aber dann fehlt die Emotion. So, genau. Sollen wir mal ein Würstchen probieren? Bin ich nämlich nach einer halben Stunde? Ne, die sehen noch nicht gut aus. Doch, die sind gut. Ich glaube, die sind gut. Ich habe deutlich zu wenig Hitze hier gehabt, weil du gesagt hast, das ist übrigens auch geil, ich wollte Briketts. Du bist es. Hast gesagt, nimm Holzkohle. Holzkohle ist nicht so gut wie Briketts, was ich hier deutlich merke. Es ist das 20-jährige Talent des Frank Buschmann, sein eigenes Unvermögen immer noch auf andere zu schieben, weil ihm immer noch was einfällt, weswegen er nicht die Schuld trägt. Bist du der Grillmeister? Hast du so ein professionelles Outfit und suggerierst dem Zuschauer, dass du der Tim Melzer des Holzkohlegrills bist? Pass auf, der Hammer ist wirklich, es hat, wir haben das ja, diese Sendung ist ja 23 Mal geprobt worden. Mit Dummies. Mhm. Und es hat immer super funktioniert. Und jetzt sitzt ihr hier und es dauert eine halbe Stunde, bis diese komischen Thüringer Bratwürste poppe, ja, fertig sind. Musst du mal ein bisschen rein, damit die Glut mal langsam. Ja, aber doch nicht aber jetzt, wenn die Würstchen drauf sind. Es ist ja heiß. Boah. Komm mal her mit dem Teller, die sind gut. Und jetzt pass auf, und ich will, wenn jetzt irgendein kritischer Ton kommt zu Die sind total lecker, ich kenne die. Das sind die besten Bratwürstchen der Welt. Marco hat das auch schon mal probiert, okay. Daniela kennt das. Ich weiß es sowieso. Und wenn der jetzt irgendwie meckert hier, der Vogel. Ne, die sind genau richtig auf den Punkt. Probier. Du musst doch mein Urteil mir nicht vorwegnehmen, also ganz ehrlich. Was würden die Fernsehköche sagen? Ja, glasig innen drin. Ach, jetzt mal Fisch, ne? Das ist Fisch. Weiß ich, ja. Und mit dem Abgang, so das lecker. Ist der Wein, ne? Normal sag ich sogar Kretsche, normal sag ich sogar. Ohne Ketchup, ohne alles. Das sind überragend. Bitte? Ne, die sind echt gut, komm. Also, okay. Dreh doch noch ein bisschen. Ohne Scheiße, das Schlimme ist, dass ich mir, was es normalerweise nicht gibt, ich mach gleich weiter, ich mach mir Gedanken, ich habe Angst. Aber nur vor seinem Urteil als... Ach, das ist eine ganz tolle Bratwurst. Die Haut ist ein bisschen zu fest. Also man kaut sich eher wund an der Haut. Und das passt nicht zur inneren, doch relativ lockeren Konsistenz des Fleisches. Im Allgemeinen stimmt es dann in der Kombination wieder, weil die Haut zu fest ist, das Fleisch zu locker, damit ist es eine gelungene Mischung. Das stimmt. Sehr gut. Aber jetzt mal ganz ohne Flachs, weil ich bin wirklich eher ein Stefan Typ, der... Guck mal, wie lange ich hier sehe. Aber jetzt mal an der Haut sehen. Ey, die sind doch so lecker. Und das bei diesem Meißner Porzellan und natürlich WMF-Besteck, das hier gereicht wird. Ich sag euch, wie es ist. Fürs Team nachher werde ich Kohle nachschütten. Ich verstehe nicht, warum Briketts. Das so lange dauert. Doch, ich verstehe es. Weil ich Briketts wollte und du... Nee, ich war ja dabei. Ja, Freunde, ganz kurz. Ich möchte mir noch einen WM-Tipp abholen von euch, bevor wir in einer weiteren Buschi-TV-Folge... Und ich habe gerade kurzfristig umdisponiert und werde Hagemann und Fuß dabei behalten zum Tag des Handballs. Ja. Weil da gibt es einiges zu besprechen, wo ihr auf meiner Seite sein werdet. Ansonsten seid ihr nicht dabei. Aber ich möchte noch kurz einen WM-Tipp von jedem hören. Kretsche, wer wird Fußball-Weltmeister? Deutschland. Ich wollte noch eine Nachfrage. Und wie weit außer Deutschland. Und wie weit kommt Deutschland? Aber das hat sich erledigt. Okay, Deutschland wird Weltmeister. Daniela? Brasilien. Optimist Deutschland. Brasilien. Das heißt zweimal Deutschland, zweimal Brasilien.
So, komm, Hagi, jetzt. Ich glaube, die Würst. Ja, komm, ich kann ja, ich kann ja eine Sendung nicht beenden, ohne dass ihr alle was... Daniela? Ich hab schon. Du musst doch. Das ist die erste Bratwurst in der Geschichte der Bratwürste, die 45 Minuten auf dem Grill liegen. Wisst ihr was? Das Schlimme ist... Du weißt, eine gute Bratwurst braucht so lange. Das dauert 45 Minuten. Nein, ja, Leute, ganz ehrlich. Wenn ihr wüsstet, was gerade in meinem Kopf arbeitet, weil... Das weiß keiner. Das weiß noch nicht mal du. Als ich oben bei mir auf der Terrasse meinen neuen Grill hatte, ein Hightech-Gerät, das wollte ich jetzt, das wäre Perlen vor der Säule schmeißen, das mache ich für euch. Nenn ruhig den Namen, wenn wir schon mal dabei sind. Da habe ich, das erste Grillen war ein komplett Desaster. Da hatten die alle den Salat, das Brot, alles vorher gegessen, dann gab es halbgares Fleisch. Seitdem hatte ich den Ruf, ein schlechter Griller zu sein. Dann habe ich total extrem an mir gearbeitet. Hast du die Schürze geholt? Und Daniela, du weißt es ganz genau, wie es ist. Ja, ich bin wirklich ein guter Griller. Ja. Und jetzt passiert. Ja! Passiert das Schlimmste, was passieren kann. Ja, und dann schiebst du es wieder auf andere. In einer quasi Live-Sendung, weil wir faken hier ja nichts, passiert das Drama, dass eine Bratwurst 14 Minuten braucht. 45, aber ich finde, das passt doch. Eine Halbzeit. Wahrscheinlich wird die Sendung auf 10 Minuten zusammengeschnitten, da die Bratwurst 10 Minuten gedauert. Echt, hundertprozentig. So, ich habe hier noch sehr gutes Rinderfilet. Daniela und Marco, ihr kriegt gleich ein Stückchen. Ich habe noch Wurst. Ja, das ist übrigens jetzt, das ist übrigens eine Schuhsohle mittlerweile, weil es auch 45 Minuten drauf liegt. Das war zweimal Deutschland, zweimal Brasilien. Wer wird Fußball-Weltmeister? Buschi TV, die kürzeste Folge aller Zeiten. Muss ich irgendwas noch zum Abschluss sagen? Sag mal, mach mal ein Fazit. Das Fazit ist, Daniela, bis auf die Übernahme einer Aufstellung, von der wir alle noch nicht wissen, was da soll. Exzellent. Ich fand's toll. Ich lese mir das gleich nochmal durch. Marco Hagemann, für mich fast zu defensiv. Aber vielleicht spielt schon eine Rolle. Na, muss ich vorsichtig sein. So wie RTL halt ist, etwas defensiver. Ne? Moment, du kommst auch noch dran. Stefan Kretschmer, bildet euch bitte eure eigene Meinung. Mehr möchte ich an dieser Stelle nicht sagen. Und der Grillmeister, eine 6. Fehleinkauf. Das will ich auch sagen. Das war's für heute mit Buschi TV. Wann es weitergeht, habe ich keine Ahnung. Ist aber auch egal. Tschüss. Da wirst du doch bekloppt. Was ist hier denn los?